So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eurotruck Simulator 2, Folge 21. Es tut mir leid, dass in der letzten Episode der Kommentar gefehlt hat. Ich habe hier mit neuer Hardware aufgenommen, was ich auch jetzt noch tue. Und ja, es hat jetzt nicht allzu gut funktioniert, sage ich jetzt mal. So, ich möchte jetzt mal kurz bei meinen hier schauen, was die an LKWs stehen haben. Ah ja. Ab Level 12 bekommt man da den erst den stärkeren. Mal kurz schauen, was wir da an Ausrüstung reinstecken. Level 8. Ah, einen stärkeren Motor, das zahlt sich nicht wirklich aus. Okay, verstehe. Dann suchen wir lieber einen Auftrag, mit dem wir zu einem Volvo-Händler kommen. Schneller Auftrag. Wenn wir Glück haben, gibt es da schon was. Nee, in München gibt es keinen, Nürnberg zum Beispiel, so was. Ich schaue jetzt schnell die Liste durch. Vielleicht ist ja von München aus Innsbruck, Salzburg. Nee, leider nicht. Prag, Ostrava. Nee. Nee. Auch noch nichts. Genauso ein hier, Linz. Nee, das gibt's doch nicht. Linz, Graz. Okay. Dann fahren wir erstmal dann München nach München Auftrag. Vielleicht gibt es dann was Neues. Ach so, ich habe hier noch Gameplay. Echte Automatik. Ah, links geht's da raus, ne? Ja. Ja, wir sind jetzt auf Version 1.11, deswegen sieht das Interface hier auch ein wenig anders aus. Nee, da geht's nicht raus. Ich habe auch schon eine einzelne Folge jetzt hinter mir, nur hatte ich das Problem gehabt, dass die nicht so wirklich aufgenommen werden wollte. Und ja. Aber dafür jetzt diese Episode mit neuer Hardware. Eigentlich wollte ich ja, genau, ich wollte ein Full HD aufnehmen, aber da hat mir dann Dixor einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise die Festplatte, auf die ich rauf aufnehme, ne? Die war dann da doch etwas zu schwach für. Ah, das ist sehr schön, das ist gerade grün geworden. Ich habe einiges das letzte Mal erzählt, wie gesagt, tut mir noch mal leid, dass das ja schief gegangen ist. Enter, Ergebnis jetzt anzeigen. Gut, fortfahren. Auftragsangebot, wir sind erst bei 4 Minuten. Vielleicht machen wir diese Folge mehr so kurze Strecken. Nur in der Zwischenzeit, ob hier mal ein Ort drinnen ist, der uns einen Volvo-Händler einbringt. Ah, schaut ja schlecht aus. Gut, dann nächsten Auftrag. 45, ja, auf jeden Fall machen wir das. Wobei das hier auch
Weil wir bekommen es auch ganz kurz, machen wir das. Machen wir halt mal eine Episode mit Kurzstreckenfahrten. Da drüben geht's raus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 30, ja, als sich da jemand dran hält. Hoppsala. Wie gesagt, ich habe schon eine Folge hinter mir, aber gibt es eben leider nicht zu sehen, aber die gibt es dann. Upsala. Und hoch da. Das nenne ich mal knappe Aktion. Dann fahren wir schon rein. Ein Klick auf Enter und die Ergebnisse anzeigen. Ich will hier nicht viel Zeit verbringen, wenn es vielleicht einen Auftrag geben könnte, der uns zu einem Volvo-Händler bringt. Ja, oder auch nicht, ne? Stuttgart ist auch keiner, ne? Nürnberg wäre hier, ne? Ja. Dann die nächste Kurzstrecke. Gut, diesmal geht es wirklich da drüben raus. Und da haben wir schon die Musik, die uns sagt, dass wir uns beeilen müssen. Das nenne ich mal gute Bremse, die wir hier haben. Habe ich schon erwähnt, dass er eine gute Bremse hat? Ich glaube. Na komm. Zeit zum Grün werden. Geht ja. Vorne links. Es geht ja direkt gut, so.
Zack. Und dann schauen wir da mal. Das war's dann bald mit den Kurzaufträgen. Hier haben wir den noch. Dann werden wir vielleicht von Bratislava nach Graz fahren. Wir werden sehen. Handbremse. Und zweimal klicken. Ich gehe mal davon aus, dass wir da links raus müssen. Hoppsa. Dann links weg. Und dann gleich rechts weg. Es war fast ein bisschen zu eng noch genommen, die Kurve, aber was soll's. Zack. Super. So. Dann schauen wir, ob es noch einen kurzen Auftrag gibt. Nee. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich mache jetzt einen Cut, wenn es keine Kurzaufträge mehr gibt. Wir sind bei 12 Minuten gleich und bevor ich dann noch einen langen aufnehme, lass uns erstmal so. Okay. Bis dann.